Die Smoira in Rumänien. Rund 120 Kilometer westlich von Bukarest entfernt. Rund 6000 Hunde leben hier. Im größten Tierheim der Welt. In der Hoffnung auf eine Zukunft, auf ein neues Zuhause, auf ein neues Leben. In der Hoffnung, den harten rumänischen Winter irgendwie zu überleben. Und viele Straßenhunde. Alle auf der Suche nach Nahrung, Schutz und Wärme. Wir haben die Smoira besucht, um herauszufinden, warum es so viele Tiere sind. Warum die Not so groß ist, vor allem im Winter. Jetzt im Winter ist halt die absolute Notsituation, weil hier hast du jetzt binnen weniger Tage minus 20 Grad. Und das bedeutet, wir müssen Hütten bauen, wir müssen mit Stroh die einzelnen Paddocks ausfüllen, die Hütten ausfüllen, müssen abhängen, Decken reinbringen. Winter ist eine ganz, ganz andere Herausforderung als der Rest des Jahres. Und bei minus 20 Grad sind wir da wirklich am Limit. Der Tag in der Smoira beginnt mit der Fütterung. Eine logistische Herausforderung. Denn für ca. 6000 Tiere werden täglich rund 2,8 Tonnen Futter benötigt. Außerdem braucht es geschultes Personal, um die Tiere zu füttern und die Zwinger zu reinigen. Ein finanzieller Drahtseilakt, der nur dank Patenschaften, Spenden und Erbschaften gestemmt werden kann und muss. Denn der Strom der Neuankömmlinge versiegt nicht. Kurz nachdem die Smoira ihre Tore öffnet, werden schon die ersten Tiere abgegeben. Und so geht es immer weiter. Ständig kommen neue Hunde in der Smoira an. Diese Welpen haben Glück im Unglück, denn wenigstens die Mama ist mit dabei. Doch wohin mit ihnen? Es gibt in der Krankenstation keine freie Box mehr, sondern wir müssen jetzt wirklich im Paddock eine Familienbox einrichten. Aber was heißt das für die Welpen jetzt im Winter? Sobald es hier mit Minusgraden und allem drum und dran das kommt, dann können die da keine Sekunde mehr bleiben. Warum geben die überhaupt ab? Das ist in deren Fall jetzt einfach auch so. Die haben uns jetzt ja auch eingangs belogen und gesagt, die haben die Hunde auf der Straße ebenso gefunden, was natürlich nicht stimmt, weil sie zum einen Detailfragen beantworten können, zum anderen haben sie nicht Box und alles perfekt ausgestattet, jetzt so dabei. Natürlich muss man Aufklärungsgespräch mit denen führen und auch sagen, es wäre besser gewesen, ihr hättet den Hund vorher zur Kastration gebracht. Aber die Leute sind jetzt hier und die haben ein Ziel. Die wollen die Hunde hier abgeben, ansonsten landen sie eine halbe Stunde später im Wald oder in der Tötungsstation. Und im Wald sind sie auf sich allein gestellt. Und wenn die Tierfänger die Streuner erwischen, landen sie in der Tötungsstation. Das ist in der Regel dann die Endstation für die Hunde. Und es gibt viele solcher Tötungseinrichtungen in Rumänien. Aber wohin jetzt mit den kleinen Neuankömmlingen? Der beheizte Auslauf für die mutterlosen Welpen ist proppenvoll. Es gibt hier einfach zu viele ungewollte Welpen. Und die staatlich organisierten Kastrationen in Rumänien finden nur vereinzelt statt und damit viel zu selten. Und deswegen landen hier immer wieder die Schwächsten der Schwächsten, einsame Welpen. Doch der Platz ist knapp und in der Not wird dann auch schon mal die Werkstatt oder Krankenstation der Smoira ausgeräumt, um eine provisorische Notunterkunft zu schaffen. Alles besser, als auf der Straße zu erfrieren. Der Kampf um Leben gehört in der Smoira zum Alltag. Und manchmal gelingt es dann auch selbst totgeweihte Tiere wieder ins Leben zurückzuholen. Woher kommen die ganzen Hunde? Das sind die Hunde aus der städtischen Tötungsstation von Slatina. Mit denen haben wir ein Abkommen. Der Fahrer bringt die Hunde hierher. Die Hunde werden hier kastriert und werden dann bei uns aufgenommen. Wie viele sind das? Boah. Heute ist er mit 10 Hunden gekommen. Heute hat er 10 Hunde gebracht. Das heißt, die saßen 14 Tage jetzt in der Tötung und wissen wahrscheinlich jetzt gar nicht erstmal, was hier los ist, was denn geschieht. Ohne das Engagement der Tierschützer wären diese Hunde jetzt schon tot. Doch so eine Rettung gelingt nur in den seltensten Fällen. Normalerweise war es das für die Tiere. Denn das Geschäft mit den Straßenhunden ist sehr lukrativ für die Tötungsstationen. Warum das so ist und wieso eine Tötungsstation in unmittelbarer Nachbarschaft der Smoira große Sorgen bereitet, ist gleich unser Thema.
Diese Welpen wurden gemeinsam mit ihrer Mutter in der Smeura abgegeben. Nun sind sie in Sicherheit. Denn den harten rumänischen Winter hätten die Kleinen draußen kaum überlebt. Doch diese Außenzwinger sind nur eine Übergangslösung. Denn auch hier ist es zu kalt. Es müssen Hunde vermittelt werden, damit Platz für die Neuankömmlinge geschaffen wird. Ein ewiger Kreislauf in der Smeura. Denn das beheizte Welpenhaus platzt aus allen Nähten, weil ständig neue mutterlose Hundebabys dazukommen. Alltag in der kalten rumänischen Jahreszeit. Jedes Tier hat ein warmes Plätzchen verdient, keine Frage. Aber bei den Welpen, da habe ich gemerkt, so, das ist mir echt noch mal richtig nahe gegangen, weil da die Überlebenschancen einfach total gering sind, dass die den Winter überleben. Aber nicht nur im Winter kämpfen in Rumänien viele Hunde ums Überleben. Sie werden auch heute oft noch vergiftet, erschlagen oder anderweitig bestialisch umgebracht. Von ihren Besitzern, aber auch in den landesweiten Tötungsstationen, wie in dieser hier. Das ist nicht nur grausam, es löst das Straßenhundeproblem auch nicht. Das ist ja total absurd. Da die Smeura, also ein Tierheim, wo so viel Hoffnung drinsteckt, dass die Tiere irgendwie vermittelt werden vielleicht. Und hier keine 100 Meter weiter die Tötung. Das ist total absurd. Das ist wirklich eine total absurde Geschichte. Und das Schlimme ist ja einfach auch, dass die Lösung so greifbar wäre. Weil aus jeder Tötungsstation ein Kastrationszentrum gemacht und das Problem hier im Lande wäre gelöst. Aber wenn das so einfach ist, frage ich mich, warum machen die das nicht? Warum geht das nicht? Das Schlimme hier in Rumänien ist, dass für diesen ganzen Apparat der Tötungsstationen, nämlich für das Einfangen der Hunde, für das Beherbergen der Hunde und auch für das Töten der Hunde, einzelne Summen abgerechnet werden können. Und diese Summen schwanken, je nach Region. Aber hier in der Tötungsstation werden rund 70 Euro pro getötetem Hund erwirtschaftet, erzählt uns Matthias. Ein lukratives Geschäft, wenn nur wenig Geld für die Versorgung der Tiere ausgegeben wird. Die Hunde bekommen oft kaum zu essen oder zu trinken. Kein Wunder, dass Kastrationen in Rumänien keinen allzu hohen Stellenwert genießen. Denn mehr Straßenhunde bedeuten mehr Gewinn. In der Smeura kämpft man dagegen an und bietet in der eigenen Tierarztpraxis kostenlose Kastrationen für Hunde und Katzen an. Und dieses Angebot wird von der Bevölkerung auch mehr und mehr angenommen. Ein so wichtiger Teil der Arbeit hier in Rumänien. Ich habe von Bekannten erfahren, dass man hier seine Katzen kastrieren lassen kann. Und das auch noch umsonst. Das ist für uns natürlich ein großer Vorteil. Wird er die anderen auch bringen? Da. Ich habe 5 Hunde und alle wurden hier kastriert. Ein Riesenerfolg, der beweist, wie wichtig die Aufklärungsarbeit ist. Damit ein Umdenken auch bei den nachfolgenden Generationen stattfindet, veranstaltet die Smeura auch regelmäßige Schulprojekte an rumänischen Grund- und Hauptschulen. Die Tierschützer von morgen. Ein weiterer Baustein ist das Kastrationsmobil der Smeura. Regelmäßig fährt es raus in die Dörfer. Und immer wieder versuchen die Mitarbeiter, die Bevölkerung zu überzeugen, ihre Tiere kastrieren zu lassen, veraltete Denkmuster und jahrzehntealte Gewohnheiten zu verändern. Notwendige Aufklärungsarbeit, wie schon kurze Zeit später deutlich wird. Matthias hat einen Hund entdeckt im Hinterhof, der in einer ganz kurzen Kette liegt. Und der hat jetzt den Besitzer angesprochen, nett und freundlich, und fragt, ob er kastrieren kann, ob wir den mitnehmen können. Und wir dürfen sogar filmen. Wir dürfen rein. Behutsam und mit viel Einfühlungsvermögen versucht Matthias, der fließend Rumänisch spricht, das Vertrauen des Halters, aber auch des sichtlich verunsicherten Hundes zu gewinnen. Doch wird es ihm gelingen? Was hat er dir jetzt gesagt? Er hat gesagt, er würde uns den jetzt mitgeben, weil er den Hund nicht haben möchte. Und er hat uns jetzt auch mündlich versichert, kein weiteren mehr dann hier an die Kette zu hängen. Es kommt der Winter. Es ist hier ein absolut schreckliches Dreckloch. Und der Hund hat hier gar nichts. Also wir müssen ihn mitnehmen. Und so dürfen sie Obica, so sein Name, mitnehmen. Denn sein Halter will ihn nicht mehr haben. Vermutlich sind das seine ersten Schritte außerhalb des Hinterhofes. Aber sind das auch Schritte in ein besseres Leben?
Hast du damit gerechnet, dass er dir den Hund gibt? Auf gar keinen Fall, nein. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, weil er auch vom Anfang an her ziemlich wenig Verständnis jetzt für alles hatte. Und es war jetzt wirklich großartig, dass er uns den Hund mitsamt der Kette auch gegeben hat, weil das macht die Gefahr natürlich jetzt auch ein bisschen kleiner, dass gleich der Nächste wieder dranhängt. Meinst du, hier wird in Zukunft eine Kastrationsaktion möglich sein? Ich habe schon das Gefühl, ja. Auch als der Marian mit der Dame gesprochen hat, war das ja eine grundsätzlich total positive Resonanz. Nämlich, dass sie in der Nachbarschaft sich unterhalten, nämlich, dass sie einige Hunde und Katzen zusammenbringen wollen, uns dann anrufen. Dann kommen wir auch mit dem Kastrationsmobil hierher und machen eine Kastrationsaktion, klar. Ein erfolgreicher Einsatz geht zu Ende. Doch schon auf dem Nachhauseweg wartet die nächste Herausforderung. Ein Hund irrt im Wald umher. In unmittelbarer Nähe des Tierheims, aber leider auch der Tötungsstation. Matthias und sein Team treibt die Sorge um, dass die Fänger der Tötungsstation schneller sind als sie. Das Team ist auf dem Rückweg eines Einsatzes und kurz vor der Ankunft im Tierheim entdecken sie einen umherirrenden Hund im Wald. Und zwar in unmittelbarer Nähe der Smeura, aber leider auch der nur rund 100 Meter entfernten Tötungsstation. Oft werden die Tiere einfach im angrenzenden Wald ausgesetzt. Und es ist purer Zufall, wer sie zuerst findet. Die Tierschützer oder die Mitarbeiter der Tötungsstation. Jetzt heißt es schnell sein, bevor die Falschen das Tier erwischen. Aber es ist keine einfache Aufgabe. Der Hund reagiert misstrauisch. Das Paradoxe ist ja, dass wenn jemand seine Tiere abgeben möchte und er würde einfach nur 100 Meter vorher stoppen und in der Tötungsstation abbiegen, würden die Tiere sterben. Wird er aber 100 Meter weiterfahren, hat das Tier wenigstens noch eine Chance. So viel Hoffnung eben mehr. Rund um die Smeura entscheidet eben manchmal der Zufall, ob ein Tier leben darf oder sterben muss. Bei diesem Hund sieht es gut aus. Jetzt muss nur noch der Betäubungspfeil sein Ziel finden. Treffer. Aber der Hund zieht sich den Pfeil wieder raus und läuft in den Wald zurück. Es beginnen bange Minuten. Hat das Tier genügend Betäubungsmittel abbekommen? Und vor allen Dingen, werden sie den Hund finden? Ich meine, für das Team war das wahrscheinlich was Alltägliches, aber für mich war das so, wo ich dachte, oh Gott, nein, hat der jetzt überhaupt eine Betäubung drin? Wenn nur ein bisschen, was, wenn der umkippt? Was, wenn der Richtung Straße läuft? Dann wird er überfahren und taumelt darüber. Das war schon so für mich schwer auszuhalten. Aber Marian und Ionut, zwei Mitarbeiter der Smeura, haben das richtige Gespür und finden ihn tatsächlich. Die Betäubung hat gewirkt, zum Glück. Das nächste Happy End für Matthias und sein Team. Zumindest für heute. Das ist ein Hund, bei dem es jetzt auch wirklich schwer war, ihn einzufangen, weil er eben jetzt noch so scheu ist. Wir vermuten, dass der ausgesetzt wurde hier im Wald. Und das ist natürlich jetzt desto besser, dass er eingefangen ist. Ich frage mich ja nur, wenn der so scheu ist und wenn man so lange braucht, den einzufangen, sind solche Hunde überhaupt vermittelbar? Das ist tatsächlich so, dass der Hund natürlich viel länger braucht. Und er braucht jetzt wirklich erstmal, der muss ankommen, der muss zur Ruhe kommen und dann muss er den Menschen als Sozialpartner wirklich erstmal kennenlernen. Das wird viele Wochen dauern, bis der ein Vertrauensverhältnis zu Menschen aufbaut. Diese Geschichte nahm ein glückliches Ende. Aber viele Tiere enden schrecklich. An den Drehtagen begegneten uns immer wieder streunende Hunde und Katzen. Im Wald, auf den Straßen und in den Städten. Einige konnten gerettet und in die Smeura gebracht werden. Aber noch lange nicht alle. Und für manche Tiere kam leider jede Hilfe zu spät. Bitterer Alltag im rumänischen Winter. Fakt ist, die Geretteten brauchen eine warme Bleibe, damit sie nicht erfrieren. Das Problem: alle Zwinger sind belegt und deswegen werden Hundehütten im Akkord gebaut. Und alle packen so gut es geht mit an, denn der eisige rumänische Winter kennt keine Gnade. Wie viele braucht ihr denn so im Winter? Wir brauchen laufend Hundehütten. Wir müssen Hundehütten ersetzen. Es kommen immer mehr Hunde dazu. Wir wollen ja, dass jeder Hund eine geschützte Hütte oder einen geschützten Rückzugsort hat, der mit Stroh ausgelegt ist. Und da müssen wir laufend Hütten machen. Wie viele schafft ihr am Tag?
Wir können zwischen 12 und 15 Hütten an einem Tag bauen. Natürlich bereiten wir uns in den Sommermonaten schon so ein bisschen drauf vor und bauen immer mal wieder Hütten. Aber es ist ja so, dass in einem Tierheim in der Größenordnung immer was ansteht, immer was anfällt, immer was gemacht werden muss. Und jetzt in den Wintermonaten hat natürlich Hütten bauen, Paddocks abhängen, Priorität Nummer 1. Aber die Hütten alleine reichen nicht. Erst mit Stroh ausgepolstert haben es die Hunde warm. Dafür braucht es pro Jahr rund 20 Lkw-Ladungen, sprich über 2000 Strohballen. Das Stroh nutzen wir hauptsächlich für die Hütten und eben in dem, im unterdachten Bereich, um dort so Liegeecken einzurichten. Mhm. Auch Plastikkörbe, Liegekörbe füllen wir gerne mit Stroh aus, weil die Hunde sich da einfach reinlegen können. Und weil das viel, viel besser wärmt als eine Decke oder irgendein anderes Textil, das sich dann vollzieht mit Wasser oder mit Feuchtigkeit. Das war ja jetzt so eine kleine Lieferung. Wann kommt die nächste? In 2 Tagen kommt die nächste Lieferung, der Klein-LKW. Und sobald hier Schnee liegt, muss der Stroh-LKW täglich kommen. Mhm. Winter in Rumänien. Mehrere harte Winter in Rumänien hat auch Obiza hinter sich. An der Kette, in einem feuchten, dreckigen Hinterhof. Matthias ist es gelungen, ihn zu befreien und mit in die Smäurer zu nehmen. Ein erster Erfolg. Doch wie geht es weiter? Wie wird sich der traumatisierte Hund entwickeln? Das ist Obiza. Vermutlich hat er sein komplettes Leben an einer schweren Eisenkette verbracht. In diesem traurigen, dreckigen Hinterhof. Matthias und seinem Team ist es gelungen, ihn zu befreien und mit in die Smäurer zu nehmen. Dort soll er behandelt, kastriert und im besten Fall ins Ausland vermittelt werden. Aber Obiza wirkt traumatisiert und verunsichert. Matthias holt ihn aus der Quarantänebox, um zu testen, wie er sich verhält. Denn ein normales Hundeleben mit fürsorglichen Besitzern hat er noch nie kennenlernen dürfen. Ich glaube, dass der noch nie was anderes gesehen und erlebt hat. Der kannte diese Kette, der kannte diesen dreckigen Verschlag und er kannte diesen einen Mann, der ihm, weiß ich nicht, täglich oder jeden zweiten Tag mal irgendwas zu essen gebracht hat. Das ist Wahnsinn. Keine 24 Stunden später erschnüffelt er sich hier gerade die Welt. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass der jetzt überhaupt richtig Platz hat, um sich austoben zu können, oder? Das ist wirklich absolut Wahnsinn. Und es ist ja genau wie du sagst, keine 24 Stunden später ist der Hund jetzt derart lieb, hier frei, genießt diese Freiheit und genießt all das, was er jahrelang nicht hatte, jetzt auf eine ganz, ganz neue Art und Weise. Der scheint auch schon eine besondere Bindung zu dir aufgenommen zu haben. Ja, also er ist wirklich toll. Obiza hat das Vertrauen in Menschen nicht verloren und ist vermittelbar. Einer von 6000 Hunden, der auf ein besseres Leben hofft. Doch in der Smäurer gibt es leider auch Hunde, die kaum noch Hoffnung auf ein Zuhause haben. In diesem Trakt sind die Langzeitinsassen des Tierheims untergebracht. Wir haben uns mal das große Ziel gesetzt, dass kein Hund länger als 2 oder gar 3 Jahre bei uns ist. Aber bei den alten Hunden, bei den älteren Hunden, muss man ganz ehrlich sagen, gelingt uns dieses selbst vorgenommene Ziel nicht und die sitzen zum Teil viel, viel länger. Wir haben einen Hund und das ist wirklich ganz arg schrecklich, der ist seit 15 Jahren bei uns im Tierheim. Der hat keine Chance gehabt als junger Hund, der hat keine Chance gehabt als älterer Hund. Und seine Chancen sind jetzt als sehr alter Hund natürlich auch unfassbar gering. Der kennt ja dann auch nur ein Leben eigentlich hier im Tierheim. Ist der noch vermittelbar? Es lohnt sich für jeden Hund. Natürlich muss man realistisch abwägen, ob der Transport Sinn macht, ob die Belastung des Transportes nicht zu groß ist. Aber selbst wenn der Hund nicht den menschlichen Kontakt so sehr sucht, einfach ein einziges Mal im Leben eine Familie oder einen warmen Platz, ein warmes Sofa, eine warme Decke gehabt zu haben und in einem warmen Wohnzimmer zu sein, ist es schon wert, es irgendwie jedem Hund möglich machen zu wollen. Das ist natürlich eins der schlimmsten Themen hier, weil auf der einen Seite willst du das Beste für all die Hunde, die du beherbergst, auf der anderen Seite sind die Möglichkeiten wahnsinnig limitiert, weil einfach speziell ältere Hunde wenig Chancen haben und es für die dann auch schwierig ist. Und auf der anderen Seite
kriegst du dann halt immer wieder gezeigt, dass es eben doch nicht klappt und dass nicht jeder Hund, der älter ist, schafft, noch pünktlich auszureisen. Und das ist schon ein großes Problem tatsächlich. Gibt ja Hunde, die sind so alt schon und die sind auch schon so lange hier in der Smeure. Und da merke ich auch immer wieder, dass mir die echt richtig nahe gehen. Weil man so die alten Hunde bei sich zu Hause sieht, auf dem Sofa, da brennt der Kamin, oh, ist der Hund gut eingepackt. Und hier liegen die halt wirklich in der Kälte. Und eigentlich hätte jedes Tier noch mal so einen schönen Lebensabend verdient, dass die noch mal geliebt werden. Also ich merke immer wieder, die Alten, die hier sterben, die gehen mir echt nah. Doch im Alltag bleibt hier kaum Zeit für Traurigkeit. Denn der nächste Fall steht schon vor der Tür. Dieser Hund hat wohl große Schmerzen und sein Besitzer macht sich Sorgen. Er hat festgestellt, dass sein Hund seit 4 Tagen nicht mehr aufstellt und ist deswegen jetzt zu uns gekommen, um schauen zu lassen, was der Hund hat. Wäre er zum Tierarzt in der Stadt gegangen, hätte er dafür natürlich jetzt auch einiges bezahlen müssen. Neben den Medikamenten auch die Untersuchung. Und wir bieten der Bevölkerung an, mit ihren Hunden, mit ihren Katzen zu uns zu kommen, um die hier behandeln zu lassen, wenn sie Notfälle haben. Und solche Notfälle gibt es hier in Rumänien reichlich. Jedenfalls diesem Hund kann geholfen werden. Doch schon bald werden die nächsten Notfälle eintreffen. Eine Dorfbewohnerin hat Matthias und sein Team zur Hilfe gerufen, weil es einem Hund sehr schlecht geht. Wird es den Tierschützern gelingen, zu helfen und den Hund einzufangen? Und schon bald werden neue Plätze frei. Denn übermorgen wird sich ein Rettungstransport auf den Weg nach Deutschland machen. Und knapp 100 Tiere bekommen die Chance auf ein neues Zuhause. Unterwegs zu einem Einsatz im rumänischen Hinterland. Ein Notruf ist eingegangen. Eine Dorfbewohnerin hat Matthias und sein Team um Hilfe gebeten, denn sie macht sich Sorgen um einen kranken Straßenhund, der von Tag zu Tag schwächer wird. War sie das, die angerufen hat? Ja, genau, das war die Frau, die uns angerufen hat. Sie sagte, dass der Hund da seit mehreren Tagen jetzt liegt. Sie kennt die ganze Gruppe Hunde hier, es sind insgesamt 3. Woher kennt sie die? Sie füttert die. Sie wohnt hier in der Nachbarschaft und füttert die Hunde schon seit einiger Zeit. Und ihr ist jetzt aufgefallen, dass der weiße Hund eine offene Wunde am Rücken hat und dass sie vermutet, er hat Räudemilben. Mhm. Das war auch der Grund, warum sie uns jetzt angerufen und um Hilfe gebeten hat. Marian und Ionut, 2 Mitarbeiter der Smeure, versuchen, den Hund zu fangen. Während Marian den Hund mit Futter anlockt, pirscht sich Ionut langsam an und feuert den Betäubungspfeil ab. Der Hund versucht, den Pfeil zu entfernen, aber das gelingt ihm zum Glück nicht. Die Betäubung beginnt zu wirken. Wir nehmen den Hund jetzt mit zu uns in die Smeura. Dort wird er in der Praxis untersucht. Das ist jetzt ein ziemlich langhaariger Hund. Ich glaube, wir müssen da erstmal so ein bisschen das Fell zur Seite machen, um zu schauen, hat er wirklich da eine offene Wunde oder sind es Räudemilben, die man dann dringend behandeln muss. Und nach der Behandlung wäre es optimal, wenn der Hund wieder ins Dorf zurück könnte. Doch da laut Gesetz Straßenhunde verboten sind, müsste ihn jemand adoptieren, für ihn die Verantwortung übernehmen. Es wäre großartig, wenn zum Beispiel diese Frau diesen Hund jetzt auf ihren Namen schreibt, mitsamt dem Mikrochip. Sie würde das alles kostenlos von uns bekommen und dann könnte der Hund als kastrierter Hund hier freilebend sein. Eine Wunschvorstellung, die leider viel zu selten eintritt. Bevor sich das Team auf den Nachhauseweg macht, gelingt es noch, einen weiteren Streuner einzufangen und mitzunehmen. Ein erfolgreicher Einsatz. Aber wie steht es um die Gesundheit der beiden? Matthias und seine Mitarbeiter bringen die Hunde sofort in die Smeurer eigene Praxis. Die Tierärzte und Pfleger machen sich sofort an die Arbeit. Zuerst ist der gefleckte Hund an der Reihe. Und bei ihm gibt es schnell Entwarnung. Sein Allgemeinzustand ist in Ordnung. Ihn werden sie hier schnell wieder aufpäppeln. In ein paar Tagen ist er wieder auf dem Damm. Aber was ist mit dem Weißen? Es stellt sich heraus, tatsächlich sind Räudemilben für seinen Zustand verantwortlich.
Das Ausmaß ist erschreckend. Je mehr Fell runterkam, je mehr hat man gesehen, in was für einem schlimmen Zustand der war. Also da war ja schon die Haut teilweise abgestorben. Und es war höchste Zeit, ihn zu behandeln, wie uns Tierarzt Dr. Arian Stamate versichert. Hätte man das Tier nicht gefunden, hätte sich die Krankheit unbehandelt weiterverbreitet und der Hund wäre möglicherweise daran gestorben. Das medizinische Team ist sich sicher. Schon bald wird es ihm deutlich besser gehen. Ich denke, dass der Hund wieder gesund wird. Wir beginnen jetzt sofort mit der Behandlung, das ist wichtig, und in circa 3 Wochen wird es ihm schon deutlich besser gehen. Das kriegen wir hin. Es sind Momente wie diese, die Hoffnung geben, hier in der Smeure. Gerade noch rechtzeitig konnte ein Lebewesen gerettet werden. Und es wartet auch schon die nächste wichtige Aufgabe. Denn morgen früh dürfen einige, knapp 100 von 6.000, auf die Reise gehen. Jetzt vom Winter ist natürlich oberste Priorität, dass wirklich die schwachen Hunde, die mit besonders kurzem Fell, die besonders dünnen Hunde, dass die ihren Platz noch in Deutschland kriegen und den Winter hier nicht in der Smeura verbringen müssen. Da sind wir wirklich in einer richtigen Notsituation und da hast du tägliche Gedanken, wie evakuierst du wen, wohin. Also Winter in der Smeura und speziell diese Situation mit minus 20 Grad, das ist wirklich eine Herausforderung, ein richtiges Chaos. Das heißt, wenn der Transport am Mittwoch hier geht, dann werden die Boxen bis dahin voll sein, hoffentlich. Ja, und die haben es dann geschafft. Genau, genau richtig, ja. Nach und nach werden die Auserwählten in die Transportzwinger gebracht. Und Moderatorin Simone Sombecki fällt auf, dass ein Mitarbeiter besonders aufgeregt ist. Ich habe jetzt gerade gemerkt, dass er sich bei denen besonders freut. Irgendwie, da ist irgendwas anders. Warum? Ich habe diese beiden Hunde ausgesucht, weil sie mir sehr viel bedeuten. Lika und Bogdi sind an einem Wochenende, als ich gerade Dienst hatte, hier abgegeben worden. Und meine Frau hat sie als Tierpflegerin hier in der Smeura betreut. Und da uns das Tierheim in Deutschland freie Hand gelassen hat, habe ich die beiden ausgesucht. Sie sind mir wirklich ans Herz gewachsen. Das Tierheim wird insgesamt 6 Hunde aufnehmen und ich freue mich sehr, dass die beiden dabei sind. Das ist ein schöner Augenblick für mich, denn ich kenne sie schon von klein an. Es wird ein langer Abend und noch eine lange Nacht, bis die Vorbereitungen endgültig abgeschlossen sind. Während die auserwählten Hunde nach und nach in die Transportzwinger gebracht werden, bereiten die Mitarbeiter nebenan schon mal die Boxen vor. Alles läuft nach Plan. Zumindest bis zu diesem Moment. Denn plötzlich verfällt eine kleine Hündin in Panik. Matthias, was ist los? Das ist jetzt quasi der letzte von den Hunden, die morgen auf den Transport gehen. Und bei ihr hat sich jetzt gezeigt, dass sie sich einfach furchtbar erschreckt hat jetzt mit all den Vorbereitungen. Und deswegen ist sie jetzt einfach furchtbar ängstlich. Und Die Pflegerinnen haben sich jetzt überlegt, ob man ihn wirklich so schicken kann oder ob man ihn noch mal da behält, um einfach noch mal zu schauen, warum hat er sich jetzt so erschreckt oder soll er noch mal sozialisiert werden. Aber ich glaube, wir fragen einfach noch mal in Deutschland nach bei den Leuten, bei denen er ankommt, also bei dem Tierheim, und teilen es denen mit und lassen die dann entscheiden. So kurz vor dem Ziel wäre es einfach nur traurig, wenn die kleine Hündin jetzt doch noch hierbleiben müsste. Fakt ist, sie und alle anderen Hunde werden vor der Ausreise noch einmal untersucht. Die EU-Ausweise und die Impfung werden kontrolliert, der Chip wird ausgelesen und mit dem Pass abgeglichen. Und der Amtstierarzt, Dr. Marian Ilie, füllt anschließend auch die Traces-Bescheinigung mit den Daten des Hundes aus. Alles ist korrekt, transparent und angerichtet. Dr. Ilie, für wie verrückt halten Sie die deutschen Tierschützer? Nein, nein. Kurz nach dem Mauerfall war ich in Deutschland zu Besuch. Und es war für mich total faszinierend zu sehen, dass es da Menschen gibt, die mit ihren Hunden an der Leine spazieren gehen. Und sie haben die Tiere sogar mit ins Haus genommen. Ich finde das aber ganz und gar nicht verrückt, sondern ich finde, dass die Tierschutzarbeit hier in der Smeura wirklich sinnvoll ist. Und dieser Gedanke des Tierschutzes gewinnt auch hier bei uns in Rumänien immer mehr an Bedeutung. Die Papiere sind fertig. Und der große Moment, auf den alle hingearbeitet haben, steht kurz bevor.
Das ist die alte Ohrmarke. Aber statt einer Nummer gibt es im neuen Leben jetzt einen Namen. Und morgen früh ist es dann endlich soweit. Während die Stadt noch schläft, sind wir schon auf dem Weg in die Smeura. Es ist mitten in der Nacht, 5 Uhr, und das ist jetzt der letzte Transport, der vorbereitet wird. Die ganzen Hunde werden jetzt eingeladen, die Ohrmarke wird rausgemacht. Dann bekommen sie alle ein Bändchen um, wo eine Nummer draufsteht, damit man das noch nachverfolgen kann, wo sie hinkommen. Aber das ist echt für viele hier ein total emotionaler Moment. Dann werden noch die letzten Fotos hier gemacht und dann geht's los, ab auf die Reise. Auf die Reise nach Deutschland. Dort kommen die Tiere in Partnertierheime und von da aus werden sie dann an liebevolle Tierfreunde vermittelt. Und alles ist so, wie es sein soll. Die Hunde sind gechippt, geimpft, haben einen gültigen EU-Heimtierausweis und sind via Traces gemeldet, sowie vom zuständigen Amtsveterinär vor der Abreise gesundheitlich überprüft worden. Und gleich geht's los. Wie ist das immer für dich? Das ist natürlich, jetzt haben sie es bald geschafft, jetzt ist noch die Fahrt und dann beginnt das neue Leben. Ich würde ja fast schon sagen, sie haben es jetzt schon geschafft. Ja. Aber hat sie es auch geschafft? Diese Hündin hatte am Vortag die Nerven verloren und war völlig verängstigt, als man sie in den Transportzwinger bringen wollte. Das Team hatte beratschlagt, was zu tun ist, ob man sie besser doch noch in der Smeura lässt. Am Ende überließ Matthias dem aufnehmenden Tierheim die nicht ganz einfache Entscheidung. Und tatsächlich entdecken wir sie am Morgen. Zwar noch immer sehr verschüchtert, aber Hauptsache dabei. Warum habt ihr euch jetzt entschieden, dass sie ausreisen darf? Wir haben gestern mit derjenigen, die sie nimmt, noch mal gesprochen und ihr gesagt, dass sie anfangs schüchtern ist und dass sie einfach verängstigt ist momentan noch. Und sie hat gesagt, es ist kein Problem, sie ist herzlich willkommen. Auch wenn die kleine Hündin jetzt nicht wirklich versteht, was gerade geschieht, schon bald wird es ihr viel besser gehen. Schnell noch ein paar Fotos und für sie und alle anderen beginnt nun der Start in ein neues Leben. Und das heißt Abschied nehmen. Ein emotionaler Moment für die Pfleger. Ein emotionaler Moment für Pfleger Marius. Denn jetzt sind seine Schützlinge Lika und Bogdi an der Reihe. Die beiden kennt er schon von klein an und er ist froh, dass sie schon bald die Smeura gegen ein schönes neues Zuhause eintauschen werden. Das sind die Ohrmarken, wo ja nur die Nummern draufstehen. Aber ab jetzt heißt es keine Nummer mehr, ab jetzt gibt es einen Namen. Fast alle sind an Bord. Die Reise kann gleich beginnen. Für Matthias und sein Team der Lohn für die harte Arbeit in der Smeura. Das ist ja immer ein total emotionaler Moment, wenn die hier auf die Reise gehen. Wie ist das jetzt? Natürlich ist das ein ganz, ganz schöner Moment, wenn die jetzt gehen. Aber auf der anderen Seite ist es auch so bitter notwendig, weil wir brauchen den Platz für all die, die jetzt dringend wieder nachrücken. Es ist ein Spiel auf Zeit, denn der Winter kommt und die nächsten Hunde kommen auch. Matthias, wenn du gewusst hättest, was so alles auf dich zukommt, mit dieser ganzen Erfahrung jetzt aus den Jahren, würdest du es wieder machen? Jederzeit. Ich würde es wieder machen. Es ist gar keine Frage auf eine Weise, ob man das will, sondern es ist eine Verpflichtung. Eine Verpflichtung, die wir haben oder die ich persönlich auch sehe, für diese Tiere einzustehen und das Menschenmöglichste zu machen. Einige wenige haben jetzt die Chance auf ein besseres Leben. Aber allein an unseren 3 Drehtagen kamen 81 neue Hunde im Tierheim an. Es ist und bleibt ein ewiger Kampf hier in der Smeura für Matthias und sein Team. Viele Menschen stehen ja dem Auslandstierschutz total kritisch gegenüber und sagen sich so, Mensch, das kann doch nicht sein, dass wir die ganzen Hunde nach Deutschland holen. Wenn man einmal selber vor Ort gewesen ist, dann stellt man sich die Frage nicht. Dann weiß man, man muss helfen, egal wie. Und genau das machen sie hier in der Smeura in Rumänien jeden Tag aufs Neue.